Online-Dating ist die größte Verarsche und wird dich nur weiterhin frustrieren. Du willst viele Dates mit tollen Frauen haben, um dich auszuleben oder endlich die passende Partnerin für die Zukunft finden? Das kannst du getrost vergessen, mein Lieber, wenn du weiterhin Dating-Apps nutzt. Nach diesem Video wirst du deine Dating-Apps vermutlich alle löschen wollen. Du wirst aber auch erklärt bekommen, wie du ohne Probleme Frauen kennenlernen kannst, die dich online nicht mehr mit dem Arsch anschauen. Und das Erste, worüber wir reden, ist der Grund, weshalb 9 von 10 Männern online keine Dates mit attraktiven Frauen bekommen. Und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es dir genauso geht wie den meisten Männern, die diese Dating-Apps nutzen oder sogar auf bezahlten Seiten unterwegs sind. Du bekommst so gut wie nie Matches. Wenn du mal mit einer Frau schreibst, dann ghostet dich die Frau ziemlich schnell. Und wenn es mal zu einem Date kommt, dann sieht die Frau einfach nicht aus wie auf den Profilbildern oder passt einfach nicht zu dir. Online-Dating funktioniert heutzutage für die meisten Männer einfach nicht mehr. Und es gibt auch zig Artikel und Statistiken zu diesem Thema, wie zum Beispiel, dass es auf den Online-Dating-Plattformen viel mehr Männer als Frauen gibt, dass Frauen nur mit 20% der bestaussehendsten Typen auf den Plattformen schreiben oder auch, dass die durchschnittliche Frau auf Tinder gerade mal 12% der Männer liked. Also man braucht sich wirklich nur mal 5 Minuten mit diesem Thema zu beschäftigen, um zu merken, was das eigentlich für ein Irrsinn ist, dass Online-Dating wirklich nur für die attraktivsten Männer da draußen Sinn macht. Und wenn du nicht dazugehörst, dann hast du online eben so gut wie keine Chancen. Und ein weiteres großes Problem, was es auch sehr schwierig macht, online Frauen auf Augenhöhe kennenzulernen, ist das Swipe-Verhalten von uns Männern. Ich meine, wir Männer, wir liken auf Tinder und Co. fast jede. Und Frauen werden dann natürlich im Umkehrschluss mit Matches und Nachrichten zugebombt. So, und was machen die Frauen dann? Sie fangen natürlich an zu selektieren und matchen nur noch mit den attraktivsten Typen, in dessen Liga sie teilweise gar nicht spielen. Bedeutet eben zusammenfassend, dass du als Mann online so gut wie nie Frauen kennenlernst und wenn doch, eben nur die Frauen, die nicht so gut aussehen und nicht in deiner Liga spielen. Und wenn dich das jetzt schon aufregt, dann warte mal ab, was als Nächstes kommt. Denn als Nächstes reden wir darüber, dass es so weit kommen kann, dass Dating-Apps dich für Frauen sogar unattraktiv machen. Ich meine, überleg mal, was passiert, wenn du über Monate oder sogar über Jahre hinweg auf Online-Dating-Plattformen unterwegs bist und einfach keine oder nur sehr, sehr wenig Frauen kennenlernst. Du läufst irgendwann Gefahr zu glauben, dass Frauen sich für einen Kerl wie dich einfach nicht interessieren. Vielleicht, weil du zu alt bist, zu hässlich oder nicht reich genug. Vielleicht verlierst du auch irgendwann den Glauben daran, dass du überhaupt mal eine Frau kennenlernen kannst und hast Angst davor, den Rest deines Lebens alleine zu sein. Und wenn du mal per Zufall in Kontakt mit einer Frau kommst, die dir gut gefällt, sei es jetzt auf der Arbeit, im Alltag oder auf einer Party, dann gehst du von vornherein davon aus, dass es eh keinen Sinn macht, zu versuchen, die Frau für sich zu gewinnen. Oder du entwickelst den Irrglauben, dass du dich extrem anstrengen musst, um die Frau für dich gewinnen zu können. Du versuchst mit allen Mitteln, die Frau zu überzeugen, ihr vorzuspielen, dass du ein besserer Kerl bist, als du selber von dir denkst. Und auf diese Art und Weise wirkst du natürlich einfach nur verkrampft und bedürftig. Und das führt dazu, dass die Frau ziemlich schnell das Interesse an dir verliert. Also du merkst schon, Online-Dating kann wirklich wie so ein schleichendes Gift sein. Durch die ganzen Misserfolge wird dein Selbstwertgefühl bezüglich Frauen komplett zerstört. Teilweise sogar, ohne dass du es bemerkst. Doch ich sag dir jetzt eins, mein Lieber, und das solltest du dir wirklich hinter die Ohren schreiben. Bloß weil du keinen Erfolg auf den Dating-Plattformen hast, bedeutet das noch lange nicht, dass du für Frauen uninteressant bist. Also, wenn du dich in dem, was wir hier gesagt haben, wiederfindest, dann mache jetzt den einzig richtigen Schritt und deinstalliere all diese Dating-Apps. Sie haben dich in der Vergangenheit schon unglücklich gemacht und sie werden es auch in der Zukunft tun, denn jetzt reden wir im nächsten Kapitel darüber, wie du in Zukunft wirklich erfolgreich Frauen kennenlernen kannst. Denn ob du es glaubst oder nicht, mit dieser Herangehensweise kannst du wirklich kinderleicht Frauen kennenlernen, bei denen du online keine Chance gehabt hättest. Und zwar, indem du lernst, auf Frauen im echten Leben zuzugehen. Kaum noch ein Mann ist in der Lage dazu. Doch hier hast du wirklich die besten Chancen, Frauen kennenzulernen, die dir A, gut gefallen und vor allen Dingen B, online gar nicht vertreten sind. Du musst das mal aus der Perspektive sehen. Viele tolle Single-Frauen nutzen Online-Dating überhaupt nicht, weil es ihnen unangenehm ist, sich auf diesen Plattformen präsentieren zu müssen. Wenn du eine Frau fragst, ob sie Tinder nutzt, dann wird sie niemals stolz Ja sagen und damit angeben, dass sie heute schon 50 Matches hatte. Nein, viele Frauen nutzen Online-Dating einfach nur so nebenbei zum Spaß oder weil sie es einfach mal ausprobieren wollten. Du musst einfach verstehen, wenn es um das Thema Dating geht, ticken die meisten Frauen immer noch sehr altmodisch und wollen so wenig Energie wie möglich in dieses Thema reinstecken. Sie hoffen, dass irgendwann Mr. Right einfach so in ihrem Leben auftaucht und sie mehr oder weniger klar macht. Wie in so einem kitschigen Hollywood-Film. Man rempelt sich an, der Kaffee wird verschüttet, die Blicke treffen sich und man verliebt sich. Bedeutet, wenn du eine Frau im Alltag ansprichst und sie kennenlernst, dann bedienst du viel eher dieses romantische Klischee in ihrem Kopf.
Frauen wollen von uns Männern einfach angesprochen werden. Viele Frauen reagieren dann positiv auf dich und werden so etwas sagen wie, boah, das ist mir ja noch nie passiert und sind auch beeindruckt davon, dass du, im Gegensatz zu den anderen Männern, sie nicht im Internet anschreibst, sondern einfach im Alltag auf sie zugehst. Außerdem kannst du auf diese Art und Weise natürlich auch mit ganz anderen Dingen punkten, als nur mit deinen Profilbildern und deinem Aussehen. Deine Stimme, dein Auftreten, dein Vibe, deine Persönlichkeit. All diese Dinge fließen natürlich beim Kennenlernen direkt mit ein und spielen dir natürlich in die Karten. Und vor allen Dingen kannst du auch direkt herausfinden, ob das überhaupt passt zwischen dir und der Frau, ob von Anfang an auch die richtige Chemie zwischen euch beiden herrscht. Du hast einfach einen Haufen Vorteile, wenn du lernst, im Alltag auf Frauen zuzugehen. Und auch für dich kann das funktionieren. Du musst dafür nicht wie beim Online-Dating super gut aussehen. Du musst auch nicht super reich dafür sein. Nein, es reicht, wenn du ein ganz normaler Typ bist, der bereit ist, diesen Schritt zu gehen. Und dann kannst du schon ziemlich schnell tolle Frauen kennenlernen. So wie es zum Beispiel auch bei unseren Coaching-Teilnehmern ist, die bereits nach wenigen Wochen die ersten Dates bekommen und am Ende des Tages in 2 Monaten mehr Dates hatten, als in den letzten 3, 4 oder sogar 5 Jahren mit Online-Dating-Apps. Und wenn du das auch möchtest, mein Lieber, und jetzt wirklich sagst, ey, ich habe keinen Bock mehr auf diese Online-Dating-Plattform, dann trag dich jetzt für unseren gratis Methoden-Call ein. Du findest den Link hier unten in der Infobox. Da erstellen wir einen gemeinsamen Fahrplan, der dich endlich weg vom erfolglosen Rumgeswipe hin zu mehr Dates mit tollen und attraktiven Frauen bringt. Egal, ob du dich ausleben möchtest oder die passende Partnerin für die Zukunft finden möchtest. Du findest den Link in der Infobox. Wir freuen uns auf dich und ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen und sage bis zum nächsten Mal. Peace out.